Ich weiß es, warte. Wie kannst du das nicht wissen? Ich schwöre, ich weiß, aber ich komme nicht drauf. I like him with your rapper. I like him in a rapper. La 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 pop. Ah ja, stimmt. Ey. I like a lollipop, lollipop. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Die Deutschen Podcast mit dem großartigen, besten Comedian Deutschlands. Na, hör auf. Stand-up-Comedian. Nein, das ist nicht wahr. Ist die Wahrheit. Bald vielleicht. Nein, ist mein Empfinden. Ich ja, du sehe bist doch gefangen. So. Nein, ich kann Freundschaft und Business trennen. So. Ja. Okay. So, deswegen, für mich bist du der beste Comedian in Deutschland. Es gibt in Tunesien ein Sprichwort. Ja. Das ist sogar gut. Was heißt Walker der Kramer? Ja, nein, das heißt, was ich muss übersetzen, jeder Affe ist für seine Mutter ein Reh. Verstehst du die Aussage? Ja. Ja, und so ist das, deswegen nur mir Kompliment. Also so also auf meiner Sprache, jedes Baby, was hässlich ist, ist das Schönste für die Eltern. Genau. Ja, sehr gut, da sagt man das. Ja. Aber es gibt schon hässliche Babys. Boah, es gibt Babys, Junge. Da denkst du, hätte der Arzt lieber das fallen gelassen. Nee, für mich bist du unabhängig. Unabhängig bist du für mich der beste Comedian ja, in Deutschland. Ja, weil ich ein Freund Nein, bin. Nein, das ist nicht so. Ich krieg viele Nachrichten, die das bestätigen. Was? Tabasco? Tabasco, nee. Du auch. Ja, guck, ja. Reda. Denkst ja, du, Reda lügt? Nein, Reda lügt nicht. Achso, er lügt nicht, aber ich. Nein. Ich. Aha, Mammel Schusche. Ja, jetzt komm mal da raus. Ja, warte, also Reda, ja. Die du nicht mal ein Jahr kennst. Ich habe gesagt, Reda lügt nicht per se. Aha. Ja. Und das heißt? So in der Regel. In der Regel. Ja. Und ich? Also wenn er die Regel hat, dann lügt er nicht. Ja, okay. Außerhalb, ja. Und ich? Du lügst auch nicht. Aber? Du bist emotional befangen. Wenn man emotional ist, sagt man eventuell Sachen. Nee. Warum siehst du heute wieder so fresh aus? Also ich sehe heute so fresh aus, weil ich mit einem Herz weine und mit einem Herz lache hier. Irgendwie habe ich mich heute sehr gefreut, dich zu sehen, natürlich. Ja. Aber irgendwie sag das ich heißt auch, echt? Aber irgendwo sage ich, warum kommt er heute? Ja, weil? Weil heute spielt Paris gegen Bayern. Ein absolutes Spiel, was so einmal in 5 Jahren ist und ich muss jetzt hier mit dir drehen. Wann geht das Spiel los? 21 Uhr. 21 Uhr. Wenn du mich liebst, machst du bis 22 Uhr Podcast. Du hast gar kein Gefühl für Fußball. Nee. Ich auch nicht. Aber guck mal, deswegen habe ich meiner Mannschaft. Ja. Du feierst die übertrieben. Ja, ich finde den Style geil. Paris. Paris Saint-Germain. Also. Saint-Germain. So. Warum heißen die St. Deutschland, wenn das Paris ist? Guck mal, damals im Zweiten Weltkrieg. Ist die Normandie, ja. Hat sich in Paris aufgestellt. In Deutschland war bis Paris. Und als sie dann Paris übernommen haben im Zweiten Weltkrieg und es gewonnen haben, haben sie das Stadion schon angefangen zu bauen. Und deswegen hieß noch Paris Saint-Germain. Das klingt so, als ob es die Wahrheit ist. Die Story ist logisch. Wir werden es nie herausfinden. Ich weiß es nicht. Okay, was hast du da wieder für eine Kiste? Ich habe ein Geschenk bekommen. Guck mal, nur er. Nein, wir. Hast du wir gerade gesagt? Ja, ich bin doch ein schlechter Mensch. Wir haben. Ich bin ein schlechter Mensch. Meine Eltern haben mich nicht gut erzogen. Wir haben ein Geschenk bekommen. Ja. Von einer netten jungen Dame. Boah, wenn da wieder Nisa als erstes steht, nein, ne? Steht's nicht. Weil diesmal, dann raste ich aus. Weil das unfair. Also erstmal hast du ein Eichhörnchen bekommen. Woher weißt du, dass das für mich ist? Das ist asozial, was du gerade machst. Warte, weil... Nur weil ich so aussehe wie eins. Okay, weil hier sind zwei Sachen drin. Okay. Das hier. Okay, du kannst ja abschätzen, für wen was ist. Ja, okay. Das hier. Und ein T-Shirt, wo drauf steht, Playing my triangle is my therapy. Das könnte auch für mich sein. Stimmt. Deswegen nehme ich das eigentlich, kein Problem. Zeig mal. Das ist aber süß. Das ist kuschelig. Du hast ja eins, du hast mal eins als Haustier gehabt, ne? Ich habe eins gefangen. Und dann habe ich so ein Fahrrad an mein Fahrrad gebunden. Weißt du, wie anstrengend das ist? Fang mal ein Eichhörnchen, du tust, ob es keine Leistung wäre. Warum? Mein Gesicht ist auch schief, ne? Ja. Du siehst echt so aus. Wie asozial. Dankeschön. Gib erstmal her. So. Danke. So, jetzt bin ich gespannt. Ich bin noch nicht fertig. So, dann. Also, dürfte ich mal raten, was für ein Geschlecht das ist?
Das ist typisch ein Frauengeschenk. Ja, klar. Das ist eine Frau. Ja, das ist eine Frau. Dann haben wir diese... Und sogar ein gemeinsames. Wie nennt man die? Tastenaufsteller? Wie nennt man Aufsteller. Die? Ey, die sind aber gut. Ja, die sind echt gut. Zeig mal. Ich schwöre, die sind echt gut. Komm, wir stellen die hier hin. Ja. Guck mal, unser Gast. Den hier. Ja. Das ist auch so ein Homo-Bild von uns, das liebe ich. So, und dann hier. Zeig mal in die Kamera. Also in die Kamera zeigen, hier. Also hier, bitteschön. Warte. Und da deine Hand runter. Und so. Nee, der Zoom ist gut. Mach und so. Achso, warte. Ja. Okay, haben wir es? Ja. Sehr gut. Also für die Zuhörer, wir haben hier eine Untertasten... Was nennt man das? Tassenaufsteller? Ich weiß nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall so ein Deckel, wo man eine Tasse drauf macht. Okay. So, und da ist ein Brief. Jo, was ist das denn? Das ist sogar ein Brief. Ist eine Filmliste. Aber hier ist ein Brief. So, den lese ich jetzt vor. Dieser Brief wird kein leichter sein. Nein, ist nur für dich. Ach so, ich habe Eamon und Xavier Naidoo gemischt. Dieser Weg ist kein leichter. Ja. Ich bin voll der Scheiern. Ich mache Mashups. Was macht Schein eigentlich? Keine Ahnung. Diese Mashups laufen voll gut, Nisa. Okay. So gut liefen die nicht, wenn du dann so ein Naturfreak geworden bist. Ich habe nur gewartet, bis da was kommt. Okay. Ich habe dich doch angerufen vor 2 Tagen. Ja. Wo du mich 6 Stunden später zurückrufst. Habe ich echt 6 Stunden später? Ja. Da ging es um ein geiles Thema. Da hättest du, aber du musst mich morgen zurückrufen. Ja, okay. Okay. Morgen ist? Ja. Okay. Ja, Chef. Boah, Reda ist so richtig intolerant. Ja, nee, das ist so gut, was er macht. Er nimmt seinen Job ernst, nicht so wie du. Okay. Lieber Scheiern und lieber Nisa. Das steht niemals so. Doch, steht hier. Nein, ich kenne dich. Doch. Ich kenne dich. Hier steht lieber Scheiern, nein, lieber warum, Nisa. Guck mal, immer wenn du so lachst, dass man immer alle Zähne sieht. Ja. Auch die hinteren 6. Nein, weil du krank bist. Okay, zeig dann. Zeig. Hier. Ja, wir haben geworfen, schließlich. Ja, ich hab doch. Ey, wo sind wir denn hier? Zeig doch mal. Du bist ein erwachsener Mann. Hier, guck. Da steht Nisa. Nein, du lügst. Was hast du in Lesen auf dem Zeugnis gehabt? In Lesen gibst du in der 1. Klasse. Da steht lieber Nisa und Scheiern. Ich finde das asozial. Lieber Scheiern und lieber Nisa. Da steht gar nicht. Ich. Weißt du, warum die das schreiben? Ja, erklär mal. Ich schwöre, ich weiß echt. Okay, erzähl. Nicht, weil ich bekannter bin oder wichtiger bin als du. Ich bin doch Spliffster hier und du bist Master Rhymes. Ja. Die schreiben das so, weil der Podcast so heißt. Im Podcast stehe ich vor das dir. Das wusstest du vor 4 Jahren. Dass wenn die Geschenke kommen, dass das so das steht. Eingeplant. Das ist, meine Damen und Herren, warum. Weil ich und Scheiern sind Traditionalisten. Ja. Und ich bin älter als Scheiern. Mhm. Und aus Respekt hat er gesagt, dein Name muss zuerst stehen. Wie wenn wir mit einem Älteren im Auto fahren, auch wenn er nur 3 Monate älter ist als wir, geht er nach vorne, ich gehe nach hinten. Mhm. Jetzt können die Leute sich natürlich über diese veraltete Denkweise aufregen und aber juckt es nicht. Wir haben das so ausgemacht. Ja. So. Lieber Nisa und lieber. Ja, aber ey, süß, dass er mich nicht verletzen will. Das ist schon mal süß. So. Ich möchte mich für die bisherigen vollen 3 Jahre bei euch bedanken. Vor allem bei Scheiern. Das ist geil, okay? Durch die vielen lustigen, emotionalen und bedeutenden Gespräche, vor allem durch Scheiern. Einfach was ein Lügner. Okay, doch. Geil. Ja. Über Filme, Musik, Bildung, Familie und Freunde. Bildung? Ja. Habt ihr den Zuschauern, vor allem durch Scheiern bedingt, und Zuhörern ermöglicht, in unterschiedliche Blickwinkel einzusehen. Steht überall Scheiern auf einmal. Ja. Ihr habt mich in den letzten 3 Jahren seit Tag 1 an meinen traurigen, leeren, fröhlichen, gestressten Tagen und oft in der Küche begleitet. Sehr gut. Möge Gott eure Freundschaft und die Liebe zueinander niemals brechen. Ich würde noch vieles mehr schreiben, aber mit der Hoffnung, dass es im Podcast ausgestrahlt wird, möchte ich nicht die Zeit von euch und den Zuhörern rauben. Niemals. Für dich habe ich ein T-Shirt bezüglich deiner Triangel-Liebe eingepackt. Für Scheiern ein Eichhörnchen, die wahren Bijamisten verstehen es.
Für Dulli und Reda sind auch kleine Geschenke dabei. Ohne beide wäre Nizar und der Cheyenne-Podcast halb so voll. Liebe Grüße, Esgi. Und nochmal ganz besondere Grüße an Cheyenne. Das ist so geil. Das steht hier. Also danke, Esgi. Ja, danke, Esgi. Für diesen netten Brief. Ja. Und für deine Geschenke. Es wäre echt nicht nötig gewesen. Ja. So. Danke, dass du auch Cheyenne mehrmals erwähnt hast. Danke, dass du mich mehrmals erwähnt hast. Leute, jetzt mal Spaß beiseite. Hört auf, Geschenke zu schicken. Ja. Das ist echt nur Spaß gewesen. Ja. Wir richten ein Postfach dafür einen Spaß. Nee, also wirklich. Die übertreiben, wir bald ist auch kein Platz mehr. Ja, bitte. Also wirklich, wenn ihr uns wirklich liebt, ja, so dann kauft Tickets für dieser Bitte. So eine Cola Zero Dose ist ja okay, weil die verschwindet ja. Ja, schön, dass du wieder Werbung machst. Ja, so. Nein. Was ich meinte ist. Wie willst du da raus? Ich komm da raus. Ja, ich rede ja nicht von Coca-Cola Zero. Aha. Es gibt Topstar-Cola, es gibt verschiedene Cola-Sorten. Ah, okay, stimmt. Welche lasse ich offen? Das ist gut. Ja. Das finde ich gut. So. Danke, danke, danke. Ja, ja, die kleinen, ja, diese kleinen Dosen waren auch von Esgi. Ja, okay, schön. Dankeschön, Esgi. Du bist echt ein Wonneproppen. Wonneproppen, schönes Wort. Ja. Vielen, vielen Dank. Und Nisa, ich habe ein Thema. Ja. Wir haben ja schon mal eine Folge gehabt, dass 50 der absolute King ist. Ja, genau. Da sind wir uns einig. Ja. So, und ich bin auch froh, dass du als mein Freund, ja, dass wir auch gemeinsam zu anderen zu dieser Meinung stehen. Ja, genau. Wir verteidigen ja diese Meinung. Ja. Und diese anderen haben sowieso keine Ahnung. Ja, genau. Charten nicht, reden aber über chartrelevante Songs. Ja, genau. Schöne Grüße an Animus und Elmatic. So. Aber den wir auch mal erwähnen müssen, obwohl das eigentlich nicht deiner Zeit ist, aber du Respekt davor hast und du eigentlich so Musik gar nicht hörst. Wir haben einen vergessen. Wen? Lil Wayne. Ja, Lil Wayne ist extrem hässlich. Findest du ihn richtig hässlich? Ja, der sieht. Du weißt, dass er sich mit 12 mal selbst angeschossen hat. Ja, so sieht er auch aus. Der hat die, der ist doch, der hat die, die Gun. Die Gun. Die Gun von seinem Stiefvater, ja, von seinem Stiefdad, ja, hat er gefunden und hat sich selbst ins Bein geschossen. Warum? Voll der. Ja, der hat er rumgespielt. Voll der Cheddar Bob von 8 Mile. Ja, genau. Cheddar Bob shoots himself in the mouth. Ja, genau. Ja, ja, sehr gut. Ey. Der Flow. Ja. Richtig. Guck mal, Lil Wayne ist, wie gesagt, der sieht, boah, wie kann so ein Mann eine Frau kriegen? Ja, okay, Ruhm, Geld. Ja. Also wie ich dich einschätze, also ich habe das Gefühl, Lil Wayne kam so 2,6, 2,7. Also Lil Wayne ist am Start seit 99, glaube ich. Ja, aber ich meine, der Riesenerfolg. Ja, halb, ja, 2,5. Ja, 2,5, ja, so ja, mit Fat Joe und Get a Ding. Make Nein, it das rain. War aber in dieser Ära. Make It Rain? Ja, in dieser Ära. Den Song ja. magst du? Den Song, guck mal, das Schlimme ist, damals habe ich das gehasst, aber wenn ich das jetzt höre, mag ich das. Yeah, I'm in the city. Better get in the better grab in the middle. I'm making it rain. Das ist geil. Außerdem ist auf dem Remix R. Kelly drauf. Ja, das feierst du. Ja, das gleich. R. Kelly ist auf einem Song drauf, der Make It Rain heißt. Das kann man nicht doppelt nicht verstehen. Krass. So, jetzt rückwirkend. Ja. Weil ab 2007, 2008 kam hier nur noch Scheiße raus. Ja, Soldier Boy. Ja, ja, das fing schon vorher an. D4L, Leffy Taffy. Ja, diese ganzen. Now walk it out. Ne? Diese ganzen Damn Friendship Boys. Diese ganzen Songs. Damn Young Chuck. Young Chuck, Alter. Meet me in the bar. Das war ja ganz schlimme Zeit. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Hast du diesen Song gefeiert? I whip my nap. And then a nay nay. And then a whip. And then a watch me whip. Ja. Yeah. Ganz schlimm. Also das, du bist komplett raus. Ja, da bin ich komplett raus. Bei Nelly habe ich auch so eine Antisympathie bei dir damals gesehen. Du hast vor 4 Jahren noch Nelly beleidigt. Ja, ich habe den nicht. Aber jetzt feier ich den. Aber jetzt, so ja, jetzt. Jetzt Air ist Force Nelly One. Für mich Nas. Weil Rap so schlecht geworden ist. So Air Force One. Geil, das, der hat viele gute Songs. Ja. Ich mag Nelly okay. mittlerweile. Lil Wayne. Ich habe Angst, dass ich irgendwann Ja Rule mag. So, nee, das weil, geht gar nicht. Weil so der Rap so beschissen wird, dass ich irgendwann so, Ja Rule feiere. Weil ich ja so ein gutes Gedächtnis habe, aber du hast ja so ein Brain-Gedächtnis. Ja, aber für so unnötiges Zeug. Ja, ist ja egal. Wir sind ja auch nur unnötiger Podcast. Wie war die Zeit damals, als Lil Wayne erstmal in den Clubs kam und irgendwie Fernsehen durch... Der war ja überall. Ja, also... Featurings, alles, ne? Genau, also als Lil Wayne diesen Hype hatte, 2005 bis 2007... Da hat mit Lollipop angefangen, ne? Nein, das war so, das war der, da ist das so komplett, das war die Speerspitze seines Hypes. Der hat das bis dahin aufgebaut und dann kam Lollipop.
Welchen Song hast du das erste Mal gehört, wo du sagst, okay, Wayne, ja, nicht schlecht? Ich kannte Wayne schon damals, weil der war ja bei Cash Money, der ist ja bei Cash Money gesigned, der hat ja diese Gruppe, die Hard Boys, glaube ich, hießen die. Waren nicht bei Big Timers? Nee, Big Timers, stimmt. Nee, hießen die Hard Boys oder Big Timers? Nee, falsch, Big Timers ist die Gruppe von Baby und dem anderen. Ah. Hard Boys waren Lil Wayne, Juvenile, BG und noch einer. Hast du Juvenile gefeiert? Nein. Nicht? Volker hat Juvenile gefeiert, ich hab den auch nicht gefeiert. So, back there, there is up. Ich hab Südstaatenmusik immer gehasst, Hip-Hop. Okay. Außer Outkast, hab ich immer gehasst. Weil die waren immer nur so auf Tanz und Krawall, das war so nicht mein Ding. So, und dann Lil Wayne war ja so einfach ein Südstaaten-Rapper, der am Start war. Dann glaube ich, der, guck mal, richtig, der, dass der so anfing, Welle zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das 2004 oder 3 war. War dieser erste Solo-Hit, der so aus den Südstaaten raus, glaub, war dieses Dings. Go DJ, I'm a DJ, go DJ. Wo viele nicht mal mehr wissen, dass das Lil Wayne war. Das war das erste Mal, da fing das an. Ja? Ja, da fing der Hype an. Okay. So langsam. Dann hat er, muss man natürlich sagen, man muss das anerkennen, ist, glaube ich, diese Tupac, was man noch sagt, Arbeitsethik, Arbeitsmoral. So 300 Songs am Tag. Genau. Und das hat Lil Wayne gemacht, der hat einfach den Markt überschwemmt. Er hat wirklich gefühlt, ne? Also das sind jetzt keine Ernstgüsse, ja. Gefühlt 3 Mixtapes die Woche rausgebracht, 15 Bonus-Songs, 800 Features. Das war noch so diese Mixtapes-Zeit. Genau, der hat den Markt überschwemmt, so wie es zum Beispiel vor ein paar Jahren in Deutschland Capital Bra gemacht hat. Einfach, ich release, und wie Pack ist in den 90ern, ich release mehr als alle anderen. Und der hat geil gerappt. Der ist aufgefallen, der hat immer auf so Features und so hat er immer alle zerstört. Der hat immer ganz klar am besten gerappt. Ja? Ja. Der war halt so ein besonderer Typ. Und dann hat er irgendwann so einen Status gehabt, wie 50 zum Beispiel 2003 oder so, dass alle R&B-Acts und Rap-Acts auf ihren Single Lil Wayne hatten. Damit das so chartet. So, weil der war so wie ein Garant. Wie wenn du jetzt eine Fußballmannschaft hast, du willst einfach Messi da haben, damit er das Tor schießt. Der war auf R&B-Songs, der war überall, jeder hat ihn gefeatured. So, und dann wurde er. War halt auch bei mit Lloyd, ne? You. Ja, überall mit Maya hat er Songs mit. Und in der Zeit hat jeder einen Song mit ihm gemacht. Rick Ross, T.I. Okay, Baby kann man jetzt nicht nennen, weil aber Ludacris, alle haben Singles, alle haben Songs. Fat Joe, was viele nicht. Und ihr, genau, und das hat auch Lil Wayne ausgemacht. Alle Songs, wo er drauf war, hat er geklaut. Hat er eingenommen. Also nicht geklaut, sondern eingenommen. Was zum Beispiel viele nicht wissen, Make It Rain ist ein Fat Joe-Song. Denkst du, irgendeiner sagt, das ist ein Song von Fat Joe? Stimmt, ich dachte auch immer, ich sag immer Lil Wayne. Nee, das ist ein Fat Joe-Song, Lil Wayne ist Feature darauf. Aber der ist halt so krass. Dass und dann, ja, das war, jeder hat ja diese Phase. Nelly hatte diese Phase, 50 Cent hatte diese Phase, alle erfolgreichen. Und das war so von 2005 bis 2008. Guck mal, das war, soll ich sagen, wer auch sogar so eine Phase hatte, obwohl der gar kein Rapper ist? Lil Jon. Kannst du an diese Zeit erinnern, wo jeder Hip-Hop- und R&B-Song ja. Yeah hatte am Anfang und diese Ying Beats. Twins, Usher. Ja, boah, du konntest gar nicht mehr. Genau, Luda. Diese Sierra, alle hatten so Lil Jon. Und dann war diese Phase, wo ich wirklich kein Video gesehen habe, wo Schwarze mitspielen, wo nicht Lil Wayne drin war. Da hab ich gesagt, aber ey, ist, der war so in jedem Video, wo ein Schwarzer drin ist. Bruder, sogar Limp Bizkit. Diese Rockgruppe. Ja, hat einen Song mit Lil Wayne in dieser Phase. Also so Hype war ja. Der. Die haben einen Song mit Lil Wayne. Ja, der war stark. Auch als Single. Dieses Say the Rock Shit doesn't rock anymore. So, ist ein Metal-Song. War das vor Jay-Z und Limp Bizkit und Linkin Park? Nein. Das war danach. Ja, das war danach. Und also war Jay-Z der erste Rapper, der mit so einer Punk. Nein. Das gab's schon seit den 90ern. Echt? Ja, das haben Onyx damals gemacht mit Biohazard und Public Enemy und Ice-T mit Body Count. Das gab's schon immer so Rap und Rock gemischt. Und dann. Ja, und dann der Hype, man muss das jetzt anerkennen. Bacardi for free. Genau, und dann hat er damit über 1 Million Einheiten verkauft in einer Woche. Und das war so ja, ja. Rekord. Und auf der, da war Lollipop drauf und Amelie. Vor Spotify-Zeit. Ja, also gekauft, nicht gestreamt, ja. Nicht wie bei Drake oder ja. So, sondern die Leute sind in den Laden gegangen. Genau, und er war der erste Rapper nach 50 wieder. Also wenn ich mich nicht irre, glaube ich, Da Carta kam 2007 raus, ne? Da Carta 3 kam 2007 raus, wenn ich mich nicht irre. Oder 8, ja. Eins von diesen 2 Jahren. Und das war der erste Rapper wieder nach 50. Also 5 Jahre später.
der über 1 Million CDs nur in den USA in 5 Tagen verkauft hat. Der war ja überall Platz 1. Billboard-Charts, alles. Hat das alles. Und dieser Hype. Und da war Lollipop drauf? Da war Lollipop drauf. Amelie? Aber da sag ich ehrlich, ich habe nicht verstanden, warum dieser Song so abgegangen ist. Ich will es jetzt nicht haten. Warum sind die Leute so durchgegangen? Oder der Beat. Findest du? Ja, der Beat ist schon überragend. Boah, aber hast du dich so gefreut, wenn du das gehört hast? Ich habe damals aufgelegt, dass die ersten 4 Sekunden, wenn ich das nur angeteasert habe, die Leute haben geschrien. Aber der Song ist langsam und dann auch diese Toplines haben mich genervt. Dieses. Ich habe es nicht verstanden, aber der Song war überall 800 ja. Mal am Tag, egal wo. Konnte man nichts mehr machen. Hast du das gehört? Ja. Du hast Lollipop selber gehört? Ja, ja. Okay, und dann kann ich mich erinnern, als Amelie kam, als zweite Single, kennst du das, so bin ich doch voll oft, ich bin ja so Nazi. Nein, aber dann höre ich das, Amelie, Amelie, Motherfucker, I'm here. Da kommt der Beat, Amelie, nee, Amelie. Und dann fing ich an zu hören, ich so, ja, okay, ich kann, das ist das schon. Das war fresh wieder gemacht. Ja, das war fresh. Und der Rap, guck mal, der Sound ist nicht so mein Ding, aber guck mal, und alle, bei Swagger Like Us, bei so vielen Remixen hat er so Parts drauf und der hat immer alle gekillt. Ja, ist ein guter Rapper. Brutaler Rapper. So, dann gibt's. Und dann noch diese. Und, das muss ich noch sagen, bei Lil Wayne habe ich das Gefühl wie Haftbefehl, bevor jetzt Leute sagen, was das für eine Ketzerei. Hört erstmal zu, was ich sage. Ich würde sagen. Ketzerei. Wenn ich jetzt eine Nisa-Liste machen müsste, eine Nisa-Liste der besten 50 Rapper, ich würde Lil Wayne nicht reinmachen. Für mich. Ja. Aber ich sage, dass Lil Wayne der wahrscheinlich einflussreichste Rapper aller Zeiten ist. Was meine ich? Guckt euch alle Rapper heute an, die von heute. Alle sehen aus wie er, haben die Haare wie er, die Klamotten wie er. Stimmt, diese die ganze Lil Uzi Vert oder wie die heißen. Baby, Lil Baby, da Baby, das Migos. Rappen wie er, versuchen es, machen Mucke wie er, sehen aus, die sind alles seine Kinder. Genauso, also er ist mit Abstand, also meine Meinung, wenn ich das analysiere, wenn man Rap heute nimmt, ist Lil Wayne der Einfluss, weil alle sind, also man sieht es, wenn man die Rapper anguckt, alle Bruder, auch so Travis Scott und diese andere, die sehen doch alle aus wie er. Die sehen aus so wie so Kopien vom Klamottenstyle. Okay, ich habe eine Frage. Bei der Tupac-Ära. Ära. War das auch so? Wollten alle plötzlich so Hemden anziehen, so geil gestylt aussehen? Nein, ne? Die auch, aber nicht so, nein. Bei 50? Wollten so richtig Gangster sein, aber die konnten das nicht tragen. Nein. Also dann war ja Lil Wayne nach 50 Jahren der Erste, wo der es so geschafft hat. Ja, der Einflussreichste. Warum? Weil ein Pac, ob ein Jay-Z, ein Nas, ein 50, ein Eminem, alle großen Rapper, die beeinflussen immer so ein paar Leute. Aber bei Lil Wayne, wenn ich mir heute Rapper anschaue, die Songs, die Videos, wie die aussehen, wie die, ich sehe, dass das seine Kinder sind. Weil die damals 16, 15 waren und jetzt sind die 25. Genau. Okay. Und so ist wie ich Haft in Deutschland. Ja. Für den einflussreichsten Rapper halte. Ich höre, dass Deutschrapper alle heute, wie die rappen, den Slang, den die benutzen, sind alle von ihm beeinflusst. Okay, das heißt, wenn jetzt nächstes Mal uns Animus besuchen kommt. Ja. Und Inmatic. Ja. Und die sagen, ey, wir haben die Folge gehört. Ja. Weil die hören ja. Ja. Du laberst Scheiße, Lil Wayne ist nicht so einfach, einflussreich. Ja, okay, ich frage dich als Außenstehender. Ja. Ich bin sowieso deiner Meinung. Ja, das war ja echt Loyalität. Was ist für dich Einfluss? Stimmst du mir zu, dass man das als Einfluss sagen kann? Ich sag doch selber, Tupac ist für mich eine Nummer besser als Lil Wayne. Oder das aber ist genauso, ist wie damals Bushido rauskam. Ja! Alle waren Bushido. Alle waren Bushido. Alle. Ja. Alle. Guck mal, alle diese Korn und Sport, guck mal, zum Lederjacke, Beispiel. Boxerschnitt. Und dann der Sound hat sich geändert. Der guck Sound. Mal, wenn du mich jetzt fragst, du weißt, dass ich das so sehe. Sammy Deluxe ist ein 1 Million Mal. Also das ist schon dumm, dieser bessere Rapper als Bushido. Das ist ganz klar. Aber wer ist einflussreicher? Wer sieht aus wie Sammy Deluxe und hat gesagt, ich will wie Sammy Deluxe sein? Afrop. Und die kam ja gleichzeitig raus. So. Weißt du, ich meine, gibt's nicht. Aber und so sehe ich das bei Lil Wayne. Interessant. Alle sind Lil Wayne. Ey, alle. Ich hatte das gar nicht so im Kopf. Ja. Weil, da kommen wir auch später dazu, Lil Wayne ist ja nicht nur ein einflussreicher Rapper, der viele, sondern der hat den größten Rapper aller Zeiten entdeckt. So eventuell die beiden. Drake und Nicki Minaj. Beide. Nicht, der hat sich einmal gemacht. Der hat es zweimal gemacht. Aber okay, Nicki Minaj ist nicht so groß wie Drake. Also ich habe jetzt nicht so Ahnung von moderner Musik, aber ich sage, dass beide Pop-Musik-Legenden mittlerweile sind und zu den erfolgreichsten Künstlern der letzten 25 Jahre gehören. Ja, beide. Stimmt.
Okay, Nicki Minaj hat dieses Super Bass oder wie hieß die es? Die ist doch einfach, jeder kennt Nicki Minaj, diesen Pop, diesen ja, Rockstar. Ja, stimmt, 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 ja. Okay. Dann hat es zweimal geschafft. Okay, aber okay, zweimal geschafft. Aber wir reden ja von Drake, eine Dimension, was ja unglaublich ist. Ja, aber ist Nicki Minaj nicht in Drakes Dimension? Ich denke nicht, Bro. Ich habe das Gefühl, ja. Ich denke, die hatte, was du meinst, die hat ihre 3 Jahre gehabt oder Prime. Hat die nicht immer noch? Weil, guck mal, die weiß ist, ich gar nicht weil, guck mal, die ist, guck mal, wie sehe ich Einfluss bei Nicki Minaj? Guck mal. Bei Nicki Minaj ist dieses Lil Wayne-Phänomen. Die kam raus, auf einmal alle, guck mal, das gab's schon vorher. Aber jetzt alle Frauen, sogar in Deutschland sehen wir das. Ja, mit Shirin David. Alle sehen aus wie sie, operieren sich wie sie. Die hat das nicht erfunden, sich auch über ihre Sexualität zu verkaufen. Das haben Foxy Brown, Lil Kim auch schon gemacht. So. Aber keiner wollte wie Lil Kim sein. Doch, einige, aber nee, nicht dieser Einfluss. Aber so guck mal, kleiner Gnome? Wenn du jetzt so, ja, wenn du jetzt, ja, jetzt ist die ja komplett zerstreut. Wenn du jetzt die Rapperinnen in den USA anguckst, sind nicht alle Nicki Minaj-Kopien? Ja, Cardi B ist sogar auch Cardi B ist eine Nicki Minaj-Kopie. Ist eine Nicki Minaj-Kopie. Ja, das heißt, ihr Einfluss auf... Die war auch die größte Konkurrenten, ne? Ihr Einfluss auf Female... Ist Cardi B nicht eine Schlampe gewesen? Yes. Sorry, ich meine... Stripperin. Ja. Ja, ich sag ja. Was soll ich sagen? Und, jetzt gibt es Leute, die sagen, nee, eine Stripperin ist nicht da. Nein, die zieht sich nur aus. Die zieht sich nur aus für Geld, sie ist keine Prostituierte. Ist ja wie Influencer. Ja, genau. Und Nicki Minaj hat doch auch Songs gemacht mit allen. Mit Ariana Grande, mit Jessie J, mit Popstars. Ja, ja, ja. Der Song mit Usher ist geil, Nicki. Ja, der ist leider nicht so groß geworden und der Song ist killer. Der ist krass. Ja, und guck mal, in der Zeit hat auch jeder Nicki Minaj gefeatured. Ob 2 Chainz, ob Rick Ross, ob alle haben Songs gefeatured. Okay, guck mal, ich weiß ja damals, also guck mal, ich habe ja Wayne, ich war ja auf dem Wayne-Konzert. Ne? Ja. Wir gucken. Warte. Ich glaube dir, dass Drake größer ist, weil Drake ist seit 15 Jahren der bekannteste Künstler. Ja. Aber was schätzt du, wie viel mehr Spotify-Zuhörer, das heißt jetzt nichts, denkst du, hat Drake mehr als Nicki Minaj? Also ich bin jetzt auf Drake, der hat 68 Millionen, was schon krass ist. Ich sage, Nicki Minaj hat 15 Millionen. Also so viel weniger? Ja. Drake hat 68 Millionen, habe ich gesagt. Das ist schon krass, ne? Nicki Minaj hat 45 Millionen monatliche Zuhörer. Ja, okay. Das ist Superstar. Nee, da, okay, das ist Superstar-Level. Wie hat er das zweimal geschafft? Und der ist so ein Kiffer. Ja, so ein Bruder, der trinkt diesen Hustensaft. Ja, diesen, der ist schon lean. Lean. Der ist schon ins Krankenhaus gekommen und so fast gestorben. Lean with it. Rock with it. Lean with it. Ey, der hat beide, der kann immer sagen, ich hab euch gemacht. Das ist die Wahrheit. Und guck mal. Aber, der Arme, die haben den aber geholt. Das wird jetzt ja, aber erfolgsmäßig. Ist egal. Aber die sagen auch bei jedem Konzert so, ey, Wayne Honest und so. Guck mal, du musst es so überlegen. Ich habe ja eine andere Bindung zu Wayne als ja, als du warst ja richtig wahrscheinlich in diesem... Genau. Als dann Carter Free rauskam, ich habe das ja tot gehört. Ja, das war gar nicht meine Mucke. Auch, ich fand den Song mit Bobby Valentino auch geil. Ich hasse dieses Lied. Wee, 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 ich finde den Song geil. Boah, ich hasse das Lied. So, auf jeden Fall, als dann irgendwann war ich so voll auf Wayne-Trip, ja. Da hat er eine Dokumentation gemacht, wo der durch Europa tourt. Wo die auch zeigen, wie der einen Bus aufnimmt und so. Ja. Das habe ich auch gesehen, da hat sich auch meine Meinung über ihn geändert. Genau, da habe ich gesagt, okay, das ist ein Motherfucker. Weißt du, wie sich meine Meinung über ihn geändert hat? Hm. Guck, wie hängen geblieben ich bin und wie ich gar keine eigene Meinung besitze. Wie, jetzt kommt's. Ich schwöre, ich meine es ernst. Redst du von der Hotelaufnahme oder im Bus? Nee, ich rede vom Hotel. Wo der so Hotel ein Rap ist auf und jemand einmal, baut das auf. Ja, und der rappt und Killer-Part. Weißt du, wie ich, guck mal, ich hab den ja gehatet, ja. Weil ich nicht die Kunst darin gesehen habe. Ich dachte, für mich war da so einer wie Soulja Boy. So voll krank, was jetzt so voll respektlos ist. So, ich weiß es selber. Ich mach doch Fehler. Ich bin doch ein Mensch. So. Dann auf einmal macht Tech N9ne, den ich liebe, einen Song mit Lil Wayne und sagt, ja, Lil Wayne ist, ist momentan der beste Rapper. Und sag ich, Tech N9ne, wieso sagt er das, Alter? Und dann macht Eminem einen Song mit Lil Wayne und sagt, ja, als ich Lil Wayne gehört habe, habe ich mir gedacht, ja, okay, ich muss mein Level wieder... Das heißt, deine Idole haben ihn gefeiert? Also Rapper, die ich... Und dann, genau, und dann habe ich gesagt, ja, okay, da muss was dran sein. Und dann fing ich an, so mich damit zu beschäftigen, ein bisschen. So, ich höre es immer noch nicht, weil es nicht mein Sound ist, aber ich sage, der ist ein brutaler Rapper. So, jetzt kommt ja dazu, man darf ja nicht vergessen, ich habe hier dann Young Money, Cash Money gesuchtet. Ja. So, und ich habe mir ja alles von dir angehört. Ja. Und Slim Williams, ne, der Bruder von Baby. Also von Birdman. Ich weiß, wer. Ist der hässlichste Mensch aller Zeiten. Hässlicher als Ferris MC? Ja, Ferris MC ist ein Topmodel. Der sieht, Ferris MC ist einfach so Brad Pitt. Okay, ist der Bruder von Baby hässlicher als Flavor Flav's Mom? Ja.
Sicher, was du da sagst? Bruder, ich hab dir nicht im Kopf zeigen können. Slim Williams? Bruder, das ist der hässlichste Mensch aller Zeiten. Der wurde von dem anderen gemacht, Alter. Ja, okay. Das ist Endstufe, Alter. Was ist das für ein Gesicht, Alter? Guck mal hier. Hier. Ja, okay, der Arme. Der kann froh sein, dass er Babys Bruder ist. Ja, aber der ist so 100 Millionen schwer, ne? Ja, klar. So, Bruder. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Ja. Weil du weißt selber zum Beispiel bei Dre, alle sagen, Dre ist der Mother F. Ja, ist er. Aber keiner weiß, was Jimmy Iovine eigentlich im Hintergrund gemacht hat. Bei Dre, bei Lil Wayne, wie viel hat Birdman eigentlich gemacht? Und Slim? Weil das waren eigentlich auch die Manager von... Also ich glaube, Lil Wayne hat die einfach nur, hat seine Star-Power benutzt. So wie du das bei Ruff machst. Und die so gepusht. Der ist zu seinem Vater, seinem Ziehvater Baby gegangen, hat gesagt, ey, bitte, Stiefvater, lass uns die signen. Aber die Maschinerie, dieses Konstrukt... Was das haben die gemacht? Der ist ja kein Geschäftsmann. Okay, guck mal, als ich weiß noch ganz genau, auf MTV kam eine Premiere, das hat Lil Wayne so angekündigt. Ja. Eine Premiere, dass er einen neuen Song hat, eine neue Crew. Ich war 2008, war ich im Club feiern. Da war ein Ami-DJ da. Und als wir da so am Feiern waren, um so 3-4 Uhr, macht er einen Song an, den ich nicht kenne. Und ich höre so, Best I Ever Had von Drake. Ja. Yeah. Das erste Mal habe ich Drake gehört, 2008. Und ich so, boah, wer ist das? Ich frage Leute, wer ist das? Die Leute sagen mir, das ist Trey Songs. Weil der hat ja auch, glaube ich, ein paar Monate später einen Song mit Trey Songs gehabt. Ne? Dann bin ich zum DJ gegangen, habe mit meinem gebrochenen Englisch gefragt, wer das ist. Weil es gab ja keinen Shazam oder so. Hat er mir gesagt, das ist Drake, das ist so ein neuer Künstler aus Amerika. Da hat er nur so ein Mixtape gehabt. Dann sehe ich auf MTV... Wo Drake Kanadier ist, aber erzähl. Stimmt. Ja. Obwohl ich ein Jahr später oder eineinhalb Jahre später sehe ich dann auf MTV die Premiere von Drake, dass er bei Bad Rock drin ist. Mit Lloyd. Is I can make you bad Nicki Minaj, rock. Genau. Yeah. Und da waren ja auch noch 3-4 andere. Die haben es nicht geschafft. Ja, was ist mit dem passiert? Der ist so ein Halbasiate, war da. Wo sind die? Was weiß ich. Hat Wayne nur zweimal geschafft, ne? Ey, die Armen, alle dachten, okay, wir schaffen das jetzt. Ja, die dachten, okay, wir schaffen das jetzt. Der hat ja alle gesigned. Ja. Das war ja Young Money. Genau, Young Money. Weil Cash Money waren die, genau. Young Money. Und dann kam Drake. Und Nicki Minaj. Aber man muss natürlich auch sagen, den ihr Arbeitseifer und die richtigen Schritte haben natürlich auch dafür gesorgt, ne? Also die haben ja viel damit zu tun, dass die so groß geworden sind, wie also dass die da sind, wo die sind. Ja, klar. Du musst auch überlegen, Superstars. Drake hat von 2009 bis 2012 drei Alben rausgebracht, oder? Ja, drei Alben und so 500 Mixtapes. Das darf man nicht vergessen. Das war ja auch noch die Zeit. Da kam ja dieses Find Your Love von Shaggy, glaube ich, produziert. Shaggy? Ja. Nein. Doch? Nein. Dieses I better found your Ich glaube, das ist von Shaggy. I better found your heart. I better found your. Nein. Warte. Nein, das ist von Shaggy. Shaggy. Wie kommst du auf Shaggy, Alter? Das ist nicht von Shaggy. Ah. Hier. Featuring Shaggy. Found Your Love? Ja. Wahrscheinlich aber nur Remix, weil auf dem normalen Originalsong ist der nicht drauf. Remix, ja. Sorry, ist ein Remix. Falsche Information. Find Your Love, genau. Find Your Love. Remix mit Shaggy. Ja, den Remix, ich kenne den nicht mehr. Ja, der lief ja mal im Club. Ja. Und dann hat ja Wayne noch so ein paar hundert Songs mit Drake gemacht. Und Nicki. Wie ist es? Das ist auch ein krankes Video. Welches? Die haben so ein Bett. Ja, so mit so Statisten, ne? Bett. Und das ganze Zimmer ist überflutet mit Wasser. Und das Bett schwimmt so im Wasser. Wie ist es nochmal? Also was ich, also ein Video, das ich kenne und was ich geil finde von der Optik. Mhm. Das Song ist gar nicht meins. Aber von der Optik, ich hab's mir immer angeguckt, weil ich dachte, okay, das ist geil. Das ist ein Nicki Minaj-Song mit Lil Wayne und Drake und mit Chris Brown in der Hook. Das ist so weiß. Chris Brown trägt doch so komische Kontaktlinsen im Video. Man sieht, dass er beim Videodreh nicht dabei war, weil der hat immer so eine eigene Szene. Mhm. Das hat auch so einen komischen Horror-Beat. Dun, dun, ja, dun, ja, ja, ja.
Drake sagt auch diese Line mit I never fucked Nicki, dieser Song ist das. Okay. Das Video ist brutal, wie das. Aber welches Video mich hochgenommen hat, weil ich kannte das nicht, war das du mir vor zwei Tagen gezeigt hast. Ja. Fire Flames von Bird. Fire Flames, bitte. We the business, 100 Million Dollars. Fire Flames. Und wie der reinkommt. Und das Video, das sah schon geil aus. Lil Tunchi. Aber guck mal, das ist das Krasse, wenn man so Abstand hat, weil früher wäre das gekommen und ich hätte es weggemacht. Einfach so, wie ich sage. Nee, das ist schon ein krasses Video. Also Leute, könnt ihr euch das mal anhören. Birdman featuring Lil Wayne. Fire Flames Remix. Ey, das Video. Guck mal, das war ja damals in meiner Ausbildungszeit. Und ich wollte genau so ein Video schneiden und drehen. Boah, das Video. Dann habe ich gesehen, okay, das ist kein Spaß mehr. Das ist ein Budget von 200.000 Euro. Ja und? Ich zahle das. Ja, aber da kann ich dich leider nicht. Da kann ich dich leider. Nee, aber was ist dann 2019 mit Wayne passiert? 19? 10, 9, so 11. Ja, irgendwann wie jeder Hype, der verfällt irgendwie. Denkst du, der hat sich auch zurückgezogen bewusst? Nein. Weil also er dann plötzlich Nicki gemacht hat, Drake gemacht hat? Nein, also erstmal ist ja Lil Wayne in den Knast gekommen. Das darf man nicht vergessen. Stimmt, der wurde ja begnadigt. Genau, von Donald Trump, der schwarze Aber der Drake, hasst. Drake kam ja, Drake sag ich, Wayne war, kam ja schon mal in den Knast. Genau, und dann kam er wieder. Ich glaube sogar, ich habe eine Geschichte gehört, ob die stimmt, weiß ich nicht. Da kannst du besser, du bist ja so bei Podcasts, so Drink for Champions oder so. Hörst du ja. Dass Wayne in den Knast und seine Haare schneiden sollte. Und dann hat er extra so 200.000 Dollar bezahlt, dass er nicht die Haare schneidet. Das weiß ich nicht. Hab ich mal gehört. Auf jeden Fall, der kam ja wegen Waffenbesitz oder so, kam er dann wieder in den Knast. Warum hat so ein Typ eine Waffe dabei? Ja, weil die hängen geblieben sind. Die haben so 100 Securities. Hängen geblieben, diese Rapper. Die sind wirklich hängen geblieben. Die haben doch keine Bildung, nix. Okay, wegen Drogen dann auch ein? Ja, Drogen und Waffen. Also, ich bin mir nicht sicher, ne? Das will ich hier immer wieder sagen, weil Leute dann immer schreiben, das stimmt nicht. Und bla. Ich meine, sein Bus ist durchsucht worden, irgendwo. Und dann haben die da Gras und Knarren und so gefunden. Okay. Dann kam Wayne nochmal zurück? Also, er hat es versucht. Er ist ja immer da. Ja, klar. Aber ja, aber die, an seine glorreiche Zeit, nein. Kann hat nicht. Er keinen Hit mehr gehabt? Was? Seit 13 Jahren, 14 Jahren kein Hit? Also so ein Hit, wo man sagt, ich glaube nicht, du kannst dich gerne korrigieren. Das Problem ist, ich bin ja nicht mehr so am Zahn der Zeit, aber hat Lil Wayne einen Hit? Weiß ich gar nicht. Nein, ich glaube nicht mehr. Ich glaube, das ist ein Hit. Der hat vielleicht Musik gemacht, die angekommen ist oder. So ein Hype. Ja, aber so ein Hit hat er nicht mehr. 2008, Lil Wayne Singles. Ja. 2018 kam Karl davor. Ja, okay, aber nimm mal einen Song davon. Ja. Nimm mal einen Song von Karl davor. Ich Hier stehen noch die Songs. Ich gucke jetzt Alben. So, was war das letzte Album, was er rausgebracht hat? 2020. Ja, okay. 2018 hat er über 2 Millionen Platten, also Streams, umgewandelt. Ja, die hat er immer noch. Guck mal, er ist zweimal Platin gegangen. Man kann ja gucken, Streaming wird der immer mal, guck mal, weil der ist ja so ein Künstler. Ach du Scheiße. Der hat ja ein Erbe und das wird immer laufen. Wenn du jetzt auf Lil Wayne gehst, der hat 30 Millionen Zuhörer. Okay, Bruder. 2008, Carter Free, ne? Ja. Platz 1, 196 Wochen. 8-mal Platin, über 8,2 Millionen verkaufte Alben. Ja, ja, anderes Level. Guck, wenn du auf Lil Wayne gehst, aber immer noch. Der hat 30 Millionen Zuhörer. Also der ist immer noch ein Star. Ja, klar. Jeder kennt den auch. Aber guck mal, wenn du überlegst, wie wichtig es ist, dass du so zeitlose Musik machst. Weil guck mal, Lil Wayne und 50 Cent haben die gleiche Anzahl an Zuhörern monatlich bei Spotify. Aber warum denkst du, hat vereinzelt gibt es das, aber warum hat ein Drake nicht so, wo er weiß, okay, die wissen ja vorher, was ein Hit wird oder nicht. Nee, ich glaube nicht. Denkst du nicht? Die können das nur erahnen. Erahnen? Ja. Okay, warum ist die letzten paar Jahre kein Wayne-Song mit Drake entstanden? Richtig. So irgendwo vereinzelt gab es immer ein Feature. Ja, auf dem Album oder so Featuren, die sich... Ich weiß es nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass so Künstlerstolz und Ego damit spielt. Dass Lil Wayne sagt, ey, ich habe den entdeckt. Ich mache jetzt nicht extra ein Musikvideo und Song mit dem. Damit ich, ja. Weil das so ist. Boah, hast du das gesehen, was ich dir gezeigt habe? Das Speechless von Drake, Alter? Wurde auf dem Konzert. Ach so, ja, doch, sich ja, so klar. Bedankt. Ja. Sagte, ohne ihn wären wir hier nicht da. Ja, das stimmt. Weil das kann ja immer anders laufen. Vielleicht wäre Drake von einem anderen gesigned worden, aber dann wäre die Maschinerie nicht so gut. Der hätte vielleicht nicht die ersten richtigen Schritte gemacht. Und du darfst nicht vergessen,
Guck mal, Drake ist ja auch so ein Selbstläufer. Ich glaube jetzt, der ist ja selber so im Business seit Jahren, weiß der, was er tut. Aber es ist normal, in den ersten 2, 3, 4, 5 Jahren von Drakes Karriere wird Lil Wayne auch die Songs ausgesucht haben. Der wird es immer Lil Wayne gebracht haben und Lil Wayne wird gesagt haben, nimm das als Single, das machen wir nicht so. Beziehungsweise Baby hat das gemacht mit ihm zusammen. Das, die haben das 100% sozusagen. Und Drake hat ja The Weeknd entdeckt, ne? Ja. Also ohne Wayne würde es auch nicht The Weeknd geben. Ja, stimmt. Das ist so diese, ja. Das ist ja wie dieser Stammbaum, sagt man ja. Der, auf den du sehr viel Wert legst. Ja, ja. Schau mal, deswegen ist der krasseste Stammbaum ist der Dr. Dre Stammbaum. Weil da drunter ist alles. Ja. Ice Cube, Bruder, ohne Dr. Dre. Guck mal, die Leute, klingt das verrückt. Gäb's auch nicht von Ice Cube, sind wir schon da. Weil durch Dre ist Ice Cube berühmt worden und dann konnte den Filmstar spielen. Oh, ohne Dre wird es nicht 50 geben. Es wird kein 50, kein Eminem, kein Snoop, kein Tupac wäre nicht so groß geworden. Soll ich sagen, warum? Weil Death Row haben Suge Knight und Dr. Dre gegründet. Suge Knight war immer vorne, aber das hat beiden gehört. Und Death Dre Row, auch? Ja. Und gehört? Ich dachte, der ist nur gesigned als Beatproduzent. Nein. Death Row ist das Label von Dr. Dre und Suge Knight gewesen. Und dass Tupac so als Superstar explodiert ist, war bei Death Row. Das heißt, der ist bei Drakes. Okay, ich habe eine kurze Frage zu Death Row. Ohne Dre wäre gar nichts. Also, du weißt ja, wie heiß das immer war in den Zeiten. Ja. Yeah. Das war ja niemals mehr so heiß wie jetzt. Ja. Yeah. Also jetzt gab es keine Zeit zu vergleichen wie bei Death Row und East Coast und West Coast Zeit. Ja, obwohl, ja und dann Straßenwindes, aber die Medien haben das nicht so aufgebauscht wie damals, ja das stimmt. Okay. Wow, wie verhandelst du, das ist ja dein Partner, so Suge Knight, wo du weißt, das sind so 1000 Gangmitglieder. Ich auch. Wie unterhältst du dich über Prozente? Aber so hat er das ja auch gemacht, das war ja auch sein Business-Stil. Haben ja viele Rapper darüber geredet. Zum Beispiel, der Suge Knight hat gesagt, ey Schein, ich komme heute, ich rede. Und dann kam er einfach so mit 100 Bloods. Jeder so ein 2 Meter schwarzer. Alle bewaffnet? Alle 120 Kilo. Alle, wo du auch weißt, dass die dich töten, die haben kein Problem damit. Wie verhandelst du? Da sagst du ja zu allem ja. Lisa, ich gebe dir nur 0,4%. Klar, Bruder, kein Problem. Mehr wollte ich eigentlich. Alles cool. Ja, ja. Denkst du, Dre hat auch so. Und schon gesagt, es gibt auch richtig ekelhafte Stories, ne? Was die mit Rapper gemacht haben. Dass die zum Beispiel Pisse trinken mussten und so. Nein. Doch. Das Suge Knight, der war so ein richtiger Erniedriger. Der war so der erste Libanese im Game. Doch, es gibt so Stories, dass er bei Produzenten oder so, wenn die den irgendwie dumm kamen, hat er ins Glas gepinkelt und dann mussten die das trinken vor allen Leuten. So eine Erniedrigung. Krank. Und wenn nicht, wurden die zusammengeschlagen. Krank. Aber guck, der ist tief gefallen. War Lil Wayne in so einer Mafia? Ich glaube nicht. Obwohl, die haben ja alle irgendwo so einen Rücken. Das ist ja das, was denen immer wieder Probleme bringt. Ja? Immer wieder. Guck mal, 50, der war schlau, weil der ein richtiger Gangster ist. Der hatte von Anfang an so staatliche Securities dabei. Die legal Waffen tragen können. So. Echt? Ja. Deswegen haben die Leute den auch immer dumm angemacht. Und haben, also, die Gegner haben ihn immer gedisst, ja, 50 ist mit der Polizei und so. Das heißt, ich bin ein Rapstar. Ganz schlau. Ich habe ganz offiziell bezahlt. Ja, aber bei 50 muss man echt die Füße stillhalten. Ja. Weil, wenn er dich mal kurz erwischt. Ja, ist vorbei. Ja, 50 hätte ich zusammengehauen. Ja, und Bruder, der hat Leute schon angegriffen. Der hat Rapper geboxt. Der ist bei Rappern auf die Party. Es gibt auch die Story mit Rick Ross. Wo Rick Ross dieses Bild mit 50 Sohn gemacht hat und ist doch 50 auf seine Party gefahren. Es gibt sogar Bilder. Ist rein ist Rick Ross abgehauen. Echt? Ja. Der ist schon anders. Ja, Mann. 50 ist. Ich glaube, der wird uns mögen. Ja, der ist ja auch ein sympathischer Kerl. 50 ist super sympathisch. Bruder, wie kannst du 9-mal angeschossen werden und danach immer noch den Heisen machen? Die größte Klappe. Selbst so. Bruder, wenn jemand nur einmal. Bruder, was für 9? Jemand soll meinen Cousin in Tunesien anschießen. Ich werde diese machen, Alter. So ganz woanders. Ja, ganz woanders. Ey, krass. Wie kannst du 9 Schüsse überleben? Das ist schon mal krass. Hat 50 Lil Wayne gedisst? Nein, ne? Doch. Richtig viel, als Lil Wayne rauskam. Echt? Ja. Aber da war doch schon die Prime vorbei. Ja, aber 50 war doch noch auf diesem Angriffsmodus. Der hat doch in der Zeit Rick Ross gedisst, Lil Wayne. 50 disst doch immer noch jeden. Nee. Eminem gibt immer Props. Ja, weil das ein Homie ist. Aber sonst? Sonst jeden. Ja, immer noch. Bruder, Schauspieler, Lil Kim, das der Frauen, alles. Young Buck, der disst alle. Floyd Mayweather. Bruder, der disst alle. Einfach so. Du weißt nicht, wann es dich erwischen kann. Würdest du enttäuscht sein, wenn du 50 kennenlernst und dann so, ey Bruder, du bist so geil. Und dann sagt er, guck mal, das machst du ein Social Media Team, ich habe nichts damit zu tun. Ja, das kann ich mir sowieso vorstellen, dass das so ein bisschen ist, aber dass er das antreibt. Wenn er sagen würde, nee, ich finde das eigentlich voll nicht gut, aber mein Team, das wäre dann nämlich sagen, ja krass. Da würdest du ihn angreifen, ne? Vielleicht, ja.
Also wenn ich weg bin von ihm. Ja, danach, gell? Ja. Okay. Also Wayne. Ja, Lil Wayne. Der muss man respektieren. Einflussreichste Rapper. Aller Zeiten, denke ich, ja. Aller Zeiten. Danach kam keiner mehr? Nö. Ich denke auch vor ihm, weil keiner hat diesen... Komm, mit Einfluss, bevor Leute hier denken, ich rede nicht von Qualität oder dass er der krasseste Rapper ist oder dass seine Mucke so geil ist oder dass er die meisten Alben verkauft hat. Das alles nicht. Sondern er hat die meisten Leute beeinflusst. Wenn du die heutige amerikanische Hip-Hop-Szene anguckst, alle sind so kleine Lil Waynes. Und in Deutschland? Lil Waynes. Und in Deutschland ist Haft, denke ich. Haft und Bushido. Einer von beiden, was sagst du? Nee, ich sag beide. Aber wenn du dich für einen entscheiden müsstest, der einflussreichste Deutschrapper aller Zeiten, wen nimmst du? Ich habe mit anderen Leuten geredet, die haben gesagt, du musst Bushido nehmen, weil es selbst einen Haft ohne Bushido nicht geben würde. Das war das Argument. Das ist ein gutes Argument. Ja, was sagst du? Wer ist der Einfluss? Wer? Also, guck mal, bei Haft kann ich mich erinnern, 2010, ja, 9. Ja. What, das war was ganz anderes. Man hat sowas noch nie vorher gesehen. Genau. Und Rap war tot. Ja, aber das ist ja okay, dass man es nie gesehen hat. Aber guck mal, alle Kanaken-Rapper, Straßenrapper rappen wie Haft. Benutzen Worte, die er als erster benutzt hat, benutzen den Slang, haben dieses Frankfurter Ding. Alle. Alle. Und guck mal, wer unter ihm auch alles rausgekommen ist. Das ist ja auch ein Einfluss. Ja, der ist so Nemo, Jimmy Iovine in Nemo, Deutschland. Nemo, Olexesh, Celo und Abdi, Capo. Oh, ja, okay, warte mal. Wenn du das jetzt dazu nimmst, unter Bushido, wer kam da raus? Shindy. Shindy? K1. Babassat, aber der ist nicht so einfach. Jacuzza. Ja, aber die sind nicht so groß wie K1 und Shindy geworden. K1 und Shindy sind schon die größten. Okay. Bei Haft, okay, bei Haft, das, du kannst es nicht vergleichen. Der hat ja eine komplette Ära aufgebaut. Ja, das stimmt. Die waren nur so einzelne Rapper. Genau. Aber Bushido selbst. Ja, selbst. Wir reden jetzt nicht kennst von. Du jemanden? Wir reden nicht von den Signings, sondern von der Person selbst. Okay. Wer hatte den größeren Einfluss auf Deutschrap? Haft oder Bushido? Ich finde das eine sehr gute Frage. Ich denke vom Lifestyle, Klamotten, Aussehen. Musik, Sound, alles. Ja, aber das kannst du. Ich muss das trennen. Warum? Weil ich kenne keinen, der wie Haftbefehl rumlaufen wollte. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den man Bushido gibt. Bushido, aber jeder wollte diese Jacke. Jeder wollte diese Frisur. Ja. Jeder wollte so aussehen. Jeder wollte, stimmt, keiner wollte aussehen. Okay, wer hat mehr Musik beeinflusst? Also bei wem hast du mehr das Gefühl gehabt, okay, ganz Deutschland rappt jetzt so wie er? Haft. Definitiv? Ja. Ich muss überlegen. Okay, warte mal. Hm. Wir dürfen uns nicht irritieren lassen. Ja. Ich schau mal was hier in den Raum. Bro, nach 2010, als das Feature von Haft und Sido kam, also Haft auf Sido-Song, die Jahre danach kamen 4 Jahre nur Haft-Künstler raus. Kann das nicht in unserem Einfluss uns irritiert haben? Weil auch andere Künstler, Straßenrapper oder so, wenn die jetzt rauskommen, das ist ja das, was ich meine. Du hörst, dass die Haft von Haft beeinflusst sind. Ja, das sowieso. Guck mal, jetzt ein 20-Jähriger, der rappt. Ich dicke die gerade. Die rappen wie Haft? Ja, der war ja 10, jetzt ist der 20. Ja, genau, das passt dann. Das ist ja dieses Wayne-Prinzip jetzt wieder. Ja, genau. So, als Bushido rauskam in der Prime, die Leute sind ja jetzt schon wieder 40. Genau, aber nach Bushido, Gangster-Rap wurde etabliert, dann, es gab nicht so viele Kanaken. Der Erfinder von Gangster-Rap. Ja, genau, es gab hier und da. Es gibt ja Leute, da ist ja auch immer so ein Streitpunkt. Ja, ich habe schon vorher Gangster-Rap gemacht. Ist aber irrelevant, weil du nur 23 CDs verkauft hast. Also Einfluss ist erst, wenn die Leute... Ich wollte was krass Ekelhaftes sagen. Einfluss ist erst, wenn die Leute gibt, das... Es gibt ja so einen berühmten Streitpunkt zwischen zwei Künstlern, welcher Song wen gehört. Ja, genau. Ja. Einfluss ist erst, wenn die Leute das mitbekommen. Und als Bushido rauskam, wurde Deutschrap Gangster. Alle haben Gangster-Rap gemacht, alle sahen so aus. Und dann auch die Labels haben jeden dahergelaufenen Kanaken gesigned, der nicht mal richtig Deutsch konnte, weil die einfach in diese Kerbe rein wollten. Ja, Bushido okay. Hat das aufgemacht. Also findest du den Song von Bushido, kleine Bushidos oder kleine Bushido? Ja. Findest du das legitim? 100%. 100%. Ja, aber jetzt ist die Frage, wer ist der Einfluss, nicht der Beste, der einflussreichste Deutscher aller Zeiten? Es kann nur Haft oder Bushido sein. Keiner? Kannst, vielleicht nennst du mir und ich sag, oh ja, stimmt. Aber... Die haben schon eine Ära geprägt, Alter. Beide. Und tausende Rapper. Ja, tausende. Das ist schwer. Guck mal, was auch ein starker Einfluss ist, aber nicht so groß wie die, muss ich sagen, ist Bones MC und Ruff Kamora, weil als Palmen aus Plastik rauskam,
sei ehrlich, 5 Jahre lang klang ganz Deutschrap so. Wie diese. Ja. Ganz Deutschrap hat so Musik gemacht wie die. Stimmt. Und die war, es war auch ein Einfluss. Aber im Ganzen gesehen ist es nicht so stark wie der Haft-Bushido-Einfluss. Stimmt. Aber war das nicht so? Palmen aus Plastik kam rein. Der ganze Deutschrap-Sound hat sich verändert. Alle wollten diese Afro-Beats nehmen. Tropische Mucke. Und die haben das hier hingebracht. Ja. Und alle klangen so. Vor 5 Jahren, jede Single klang wie so eine Palmen aus Plastik. Das stimmt. Den gebe ich Platz 3. Aber jetzt wäre es 1, wäre es 2, Bushido oder Haft. Das ist schwer. Ich brauche ein paar Argumente. Also guck mal, Stilikone, das ist wichtig, müssen wir Bushido geben. Weil alle wollten so, wie der aussehen, ja. Keiner will wie Haft aussehen. Das gibt man schon. Und das zählt auch unter Einfluss. Okay. Weil, guck mal, weil ich habe auch zum Beispiel gesagt, im Amiland, warum ist für mich Lil Wayne der einflussreichste Rapper? Weil alle aussehen wie er. Mhm. Siehst du ja, von der Optik, alle sehen aus wie er. Das heißt, das ist ja auch Einfluss. Das heißt, den Punkt geben wir Bushido. Optik. Rap. Rida, was sagst du? Wo hast du das Gefühl, wer ist der einflussreichste Deutschrapper? Bushido oder Haftbefehl? Bushido. Ja? Okay, das ist aber generationsbedingt, ne? Wer hat mehr Leute... Weil Reda ist jetzt 2 Jahre jünger als ich. Ja, siehst du, das heißt, er müsste theoretisch Haft sagen, aber er sagt trotzdem Bushido. 2 Jahre jünger. Frag mal jetzt einen vor 6 Jahren. Der kennt Bushido wahrscheinlich nur von Interviews. Ja, aber wir waren ja in beiden Eras, waren wir erwachsen. Das heißt, wir können es beantworten. Wir waren als Bushido rauskam erwachsen und wir waren als Haft rauskam. Also okay, an dieser Stelle würde ich gerne unsere YouTube-Kommentarfunktion nutzen. Ja, um den Algorithmus zu pushen. Was sagt ihr? Wer hat die größeren Einfluss gehabt in Deutschland aller Zeiten? Im Deutschrap, ja. Im Deutschrap. Bushido oder Haftbefehl? Ich finde das echt interessant. Weil ich weiß, ich kann es auch nicht. Okay. Also ich könnte es jetzt nicht sagen, ich muss mir so. Schwierig. Ich schaue jetzt einfach mal ein paar Informationen raus, ja. Die ich kenne. Ja. Die sortieren wir gleich. Ja. Ich kenne keinen Song von Bushido, der ein Clubbanger war. Nein, das geben wir Haft. Und Haft hat nicht nur einen, sondern 10. Ja, das stimmt. Clubbanger. Und die sind brachial. Ja. Aber. Dafür kann man Bushido den kommerziellen Erfolg geben. Genau, den hat Haft nicht noch nie. Nicht nur ansatzweise. Noch nie. Bushido ist Popstar geworden. Popstar. Der ist so bei Deutsche, The Dome aufgetreten, genau. Bei Lanz wird er eingeladen, der kriegt Integrationspreis. Deutsche Medien. Meine Mutter kennt Bushido. Aber mein Vater, aber die kennen nicht Haftbefehl. Also okay, warte mal, dann haben wir einen Punkt. Wir geben jetzt die größten Hits. Sind die kommerziell oder Clubbanger? Das sind zwei verschiedene Sachen, das ist ja auch legitim. Mhm. Das ist okay, Beispiel, warte, dann geben wir den Punkt Haft für Clubbangers. Ja. Bushido 0, also es steht 1-1. Ja genau, aber dann kannst kommerziell, Bushido, ganz klar. 2-1. Nee, 1-1. Ah nee, du gibst Stil, gibst du ihm auch. Ja, ja klar, 2-1. Da hatten wir für Immer Jung. Ja, das sind ja richtige Pop-Hits. Ja, das war ja aber kommerziell erfolgreich. Ja, genau, die liefen ja im Radio und so. Nee, kommerzielle Erfolg, ganz klar, Bushido. Der ist Haft nicht mal in seiner Sphäre, nicht mal ansatzweise. Okay. Dann? Guck mal, kommerziellen Erfolg. Der ist Haft, spielt Haft gar nicht bei den Großen mit. Es gibt 20 Rapper, die erfolgreicher waren als Haft. Haft ist von der kommerziellen Hinsicht nicht so erfolgreich. Weil der war genau in der Ära, bevor es Streaming gab. Und seine Fanbase noch CDs runtergeladen hat. Aber es gibt 15 Rapper, die Kollege hat mir verkauft. Okay, was denkst du, was wäre passiert, wenn Haftbefehl 2020 rausgekommen wäre? In dieser Streaming-Ära, der hat alles zerstört. Ja? Ja. Und man muss Haft natürlich auch sagen, das stimmt auch, das muss man ihm lassen, das ist ja auch ein wichtiger Fakt, er hat ja ganz klar von diesen Straßenrappern, macht Haft auch die beste Mucke. Das stimmt. Macht die beste Mucke. Ja, den Punkt gebe ich ihm auch. Und er hat, obwohl er so ein richtiger Klischee-Kanacke ist, schafft er es, dass so Studenten den hören und so Hipster und so Chartler, die hören den auch. Die lieben den, weil der für die dieses Verbotene darstellt, dieses Böse, das finden die geil. Okay, was können wir noch als Punkte verteilen? Bekanntheitsgrad. Das gibt's so auch, ganz klar Bushido. Ja, Bekanntheitsgrad Bushido. Aber ganz klar. Ja. Aber Respekt, kann man das nehmen? Ja, ja, ganz klar Haft. Ja, Respekt in der Hip-Hop-Community, Haft 10 mal mehr. Ja klar, das ist ein wichtiger Punkt. Zum Beispiel, das ist ja auch wie mit Drake und Lil Wayne, jetzt um ein anderes. Drake ist kommerziell viel erfolgreicher als Lil Wayne, aber der ist nicht mal ansatzweise so respektiert. Also kein richtiger Hip-Hop-Fan sagt, ich feier Drake. Sondern Eminem.
Genau, sondern aber Lil Wayne respektieren richtig Hip-Hop, weil der ein geiler Rapper ist. Okay, also 3-2. Ja, Drake, natürlich so Illmatic und Animus hören Drake. Die sind ja aber ein bisschen zart beseitet, so deswegen feiern die den. Also haben wir 3-2 bis jetzt. Boah, können schön. Wir nehmen Einfluss auf Rapper. Auf Rapper? Wer hat den Sound am meisten, wer hat den Deutschrap-Sound mehr beeinflusst? Ja, das können wir wieder mit zweierlei Maß messen. Weißt du warum? Warum? Ich glaube, dass Bushido den Sound an sich verändert hat, also ein neues Genre erfunden hat. Der deutschen Gangster-Rap. Was ist ihm halt ganz krass, du erfindest ein neues Genre. Das gab es nicht. Genau. Das gab es nicht. Und dann gibt es jemand, der einfach gefühlt 100 Künstler rausbringt und 99 sind erfolgreich und rasieren auch nochmal mit. Ja, etablieren sich selber, ja. Ja, und etablieren sich. Chedo Abdi. Nimo. Olexesh. Capo. Alle erfolgreich, alle Hits, ja. Alle rasiert, kommerziell auch teilweise, Nimo kommerziell. Sehr kommerziell. Ich muss den Punkt beiden geben. Weil das kannst du nicht messen. Aber was mit dem Punkt, den einige sagen, vor allem die Älteren, ja, aber selbst ein Haft ist von Bushido bei. Haft hätte niemals angefangen zu rappen auf Deutsch, wenn es ein Bushido nicht gegeben hätte. Das ist ja das immer die. Vielleicht hat Haft vorhin Aerosmith gehört, das weißt du noch nicht. Ja, das stimmt. Das wäre so geil. Ich hätte vor Haft. Ich hoffe, es kommt so ein Video raus von Haft, so 2006, wie er so im Raum ist, so: I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, cause I miss you, babe. Ja, aber wir sind uns einig, dass die zwei die einflussreichsten Rapper sind. Einflussreichsten. Ja. Definitiv. Ich glaube, du kannst. Wenn du jetzt wirklich ins Detail gehst, wenn wir jetzt Live-Performance, ich habe Bushido live noch nie gesehen. Mhm. Ich habe Haft jetzt 3-mal live gesehen. Mhm. Grandios. Mhm. Ja. Der ist schon Motherfucker, Bro, auf der Bühne. Wie der, die Songs sind aber auch für live gemacht. Ja, wie der rauskommt, ne? So mit so einer Attitude. Der ist so ein Star einfach. Bro, der kommt mit so einem Rocklied raus, ne? Verarscht mich. Der kommt so mit dieses Happen, they're gonna wanna win. Oasis, ja. Wonderwall, ja. Ja, damit kommt er raus. Ja. Und Bruder, dann fängt einfach diese Beat an. Welcher kommt zuerst immer? Boah, weiß ich gar nicht. Als er da war, war, glaube ich, Lass die Affen aus dem Zoo. Ja, Bruder, in der Track. Da, guck mal, was man auch sagen kann, wenn es wie in Amerika so ein Versus zwischen Haft und Bushido gehen würde, Haft wird den zerstören. Aber guck, wenn allein Lass die Affen aus dem Zoo kommt, was willst du, wie willst du damit antworten? Womit willst du da? Ja, der ist schon, die Bühne wird zerstört. Clubbanger. Also live ist der auch sehr stark. Live. Ja. Also ich denke, beiden gehört den größten Respekt, ja, in Deutschland. Beiden. Ja. Und ein großes Dankeschön für alles eigentlich. Ja. Für Deutschrap. Du kannst nicht Platz 1 und 2. Gib beiden 1 oder beiden 2. Ja, du kannst aber keinen auf 1 machen, deswegen musst du beiden 2 geben. Beiden 1. Ja. Weil du kannst ja keinen anderen auf 1 machen. Okay. Also geben wir beiden 1. Ja, und Platz 2 ist dann Bones MC und Raf Kamora. Ja. Weil die dann ganz Deutschrap klang so auf einmal. Ja. Hat dich diese Zeit genervt? Mich hat die extrem genervt, weil ich fand, was die gemacht haben, gut. Geil. Und dann kam 1000 Kopien. Und ja, diese Kopien haben mich schlecht genervt, boah. Und alle, selbst etablierte Rapper, die es vor denen schon gab, die einen ganz anderen Sound gemacht haben, fingen auf einmal an, so Mucke zu machen. Ja, ja. Puh, was ist das denn? Dafür ist Deutschland bekannt. Ja. In allen, auch in Filmen. Ja. Boah, wir haben uns die Frage gestellt, weil wir, ich glaube, wir haben kurz Podcast gehört oder so, ne? Also es lief, Reda guckt ja manchmal Podcast, so YouTube-Kommentare und so. Dann lief das und dann haben wir die Frage gestellt, warum in Deutschland die Filme so schlecht sind. Ja. Da habe ich das einfach bei YouTube eingegeben. Warum gibt es in Deutschland schlechte Filme? Ich dachte, da kommt nichts. Kam 4 Dokus. Ja, das ist und ja klar, aber die Sachen sind ja bekannt. Und dann haben die das erklärt, wie ekelhaft das ist. Und das ist auch, das mit Steuergeldern gezahlt, ja, wird. Ja. Hm? Genau. Stimmt. Ja. Danke an unseren Regisseur, den man braucht. Ja. Also, abschließend, bei wie vielen Minuten sind wir? 1 Stunde. Boah, wir haben komplett übertrieben. Alter. Geil. Abschließend, nenn mir 5 erfolgreichste Rapper, wo du sagst, mit Einfluss alles drum und dran, außer Technik oder so Sachen. Ich? Ja. Weil Eminem hat ja Einfluss, keiner wollte wie Eminem aussehen. Nein, keiner. Ja. Und rappen wir ja auch nicht, weil das ist zu gut. Nennen wir mal 5, einfach so. Die einflussreichsten Rapper. Ja. Amiland. Amiland, ja. Und Malaysia.
Lil Wayne. Okay. Drake. Drake. Oh, Einfluss. Wer hatte einen starken Einfluss auf Sound? Kanye West. Kanye West? Ja. What? Ja, die Leute wollten doch Kanye West, Nicki Minaj. Weil sie halt alle Frauen bedient. Und alle Frauen sind so wie sie. Und dann würde ich, boah, alles so neue Leute. Ja, das Problem ist, guck mal, ich sag dir, was auch das Problem ist. Es ist schwierig, weil die Leute werden jetzt sagen, hör, guck mal, Nisa nennt nur neue Rapper. Aber der hört doch gar keinen neuen Rapper. Das Problem ist, damals im Hip-Hop jemanden kopieren oder nachmachen, war so eine Todsünde. Das hat man Biten genannt. Und man hat gesagt, ey, einer, der ein Biter ist, ist ein Wack, ist Wack. Das heißt, jeder hatte seinen eigenen Stil, seinen eigenen Sound, seine eigene Stimme. War unverkennbar. Hör dir doch mal Rap in den 90ern an. Hör dir Nas, Busta Rhymes, Cypress Hill, Fu Schnickens, Wu-Tang. Alle klingen unterschiedlich. Fu Schnickens? Ja, brutal. Snoop. So, alle klingen unterschiedlich. Jeder hat seinen eigenen. Wie heißt der? Das ist eine Gruppe, die Fu Schnickens. Fu Schnickens? Ey, Bruder, weißt du, wie fresh die waren? Die heißen Fußstücke. Ja, Das FX. Das heißt, jeder. Paterfix. Ja. Der ist so respektlos. Das FX, ja. Und von den Fußschnickes. Der hört doch selber, wie behindert das klingt. Nein! Wer war noch das von den Fußschnickes? Das FX. Das FX. Trap Called Quest. Achso, das ist dieser Tribe Called Quest. Nein, nein, genau. Die klangen halt alle and unterschiedlich. Du, two and Trouble White Quest. Trap Quest. And two and Trap Called Quest. Das ist gut, Alter. Das ist gut. Two and Trap Called Quest. So, und damals, das war halt, im Hip-Hop gab's das nicht. Du bist auch so nicht erfolgreich, weil du wurdest direkt geächtet. Yo, wie der so direkt in diese Kultur im Hip-Hop gab's. Ja. Machst du Hip-Hop? Was? Machst du Hip-Hop? Du kommst aus dem Rhein-Neckar oder wo du herkommst? Aus Ahrweiler, krass. Aus dem Rheingebiet. Rheingebiet. Ja. Aus dem Rheinland. Wie der mich aufregt. Ja, im Hip-Hop war das so. Ja, das war so. Deswegen haben diese Rapper da, also auch wenn du weißt, alle haben Tupac gehört und haben den geliebt, es sind dann nicht auf einmal alle Rapper liefen rum wie Tupac und haben sich so angezogen, haben so Grab wie er. Aber der war der Stylischste von allen. Mit Abstand. Ja, warum hat keiner ihn danach gemacht? Ja, außer Biggie. Weil es verpönt war. Außer Biggie hat die nachgemacht. Ja, so fing an Anzug zu tragen. Ja, so dann. Now it's all about Versace. You copy my style. Five shots, tuck me, a took in a smile. Ja, weil es verpönt war im Rap. Und heute ist Clown ja in. Deswegen. Okay. Also. Aber ich glaube, dass ein 50 in seiner Prime beliebter war als Drake heute. 100%. 100%. Ich wollte ja 50 sein. Ja. Sein. Ja. Sein. Ja, schon 50 sein. Ich habe so bei Eminem angerufen und gesagt, Bruder, lass mal raus. Ich wollte ja wie 50 sein, aber ich war ja nicht ansatzweise so. Ich war ein kleiner weißer Junge. Ja, aber das ist ja der Einfluss, das ist ja das Geile. Der sich eine G-Unit-Kette bei eBay bestellt hat. Ja, das ist ja der Einfluss. Das ist für das 19 Geile. Euro. Und jetzt schon so dreimal gedreht, dann ist die kaputt gegangen. Boah, geil. Was ist immer die so? Wie ja. Young Buck. Die Young Buck hat den. Oh, ich habe noch so ein Bild davon. Ey, geil. Mit G-Unit-T-Shirt. Das doch. Niemals. Ja. Oh, ich habe ein Bild. G-Unit-T-Shirt. Dann hatte ich so eine College-Jacke, wo G-Unit drauf stand. Boah, du warst ja richtig drin. Dann hatte ich eine Kappe G-Unit. Yeah. Diese Kette. Und ich sitze da und mache so mit der Kette ein Foto, ne? Yeah. Boah, ich war richtig. So ein richtiger Uwe. Und hinter mir siehst du so 50 Cent, G-Unit, dieses Poster. Du hast alles gesehen. Ja, siehst du? Boah, ich war richtiger 50-Fan. Ja, das löst keiner raus heute. Das ist auch so eine andere Ära gewesen. Denkst du, jemand hat einen Drake-Poster zu Hause? Ja, so ein Junge, der sich so die Füße eincremen lässt. Oder selber sie eincremt. Jungs, die ihre Füße selber so eincremen. Die haben so ein Drake-Poster. Die hören auch Drake. Okay. Also, Kanye West, Lil Wayne, Drake, Shuf the Sneak, wie hießen die? Wie hießen die? Schnucki Sneef? Ich weiß, wer der einflussreichste Rapper aller Zeiten ist. Hm. Rakim. Halt's Maul. Bruder, der hat den Doppelreim erfunden. Rap gibt's einfach nicht ohne den. Der hat Zahnlücken und wohnt in einer Zimmerwohnung in Brooklyn. Der hat keine. Ich kann den für $800 in den Podcast Nein, holen. Bruder, da musst du ganz Nein, da hat nix. Keiner wollte wie Rakim aussehen. Doch, alle haben ihren Rap-Style geändert nach Rakim. Alle. Ganz Ey, Hip-Hop. Was für ein Laber. Doch! Bruder, du hast doch keine Bruder, du willst ihm nur den Respekt geben, nein, weil du wahrscheinlich bei Insta-Story den so. Der folgt dir wahrscheinlich.
So Rakim. Oh, dem folgen irgendwelche US-Stars. Ja, warte. Weil er so scheiße. Warte immer zu. Oder, komm, ja, nee, warte, lass mal ausreden. Guck mal, warum die Folge war so schön. Nee, warte, lass mich kurz erzählen, dann kannst du erzählen. Ich sag dir jetzt, was der krasse Einfluss von Rakim. So, Rakim. So, pass auf. Bevor Rakim da war, ne? Bevor der da war, war Rap, haben alle Rapper, auch LL Cool J, Beastie Boys, Run DMC, die es vor ihm gab, haben eher so laut geschrien. Das war der Rap-Style. Back! Track! Go! Yo! So haben die gerappt. Das war der Rap-Style. Ganz Hip-Hop klang so. Das kann man kontrollieren. Versuch gerade mich zu überzeugen. Dann war das ausreden. Ja, okay. Dann kam Rakim und der hat so gechillt gerappt. Das gab's vorher nicht. Der hat so gerappt. Yo. Auch wie so ein 50, wie alle so. Der hat das erfunden. Dann haben alle aufgehört so zu schreien und haben so locker gerappt. Das heißt, da kam so also als eine Rakim Leichtigkeit. Kam, warte. Haben alle ihr Rap-Stil geändert? Ja. Auch okay. Diese schnufte Sneak. Schnickens, die kam doch 5 Jahre später. Jetzt pass auf. Dann hat er. Mit Pistol Wax alle und Triple Quack Quest alle. Was ist das für Worte, Bruder? Ey, du bist so respektlos. Bruder, du kommst aus der guten Familie, ich hab sie kennengelernt. Ja, und? Bruder, sag der, der so ein Bild mit der G-Unit-Kette gemacht hat. Jetzt zieh dir gar nichts nur ab. Guck mal, und Rakim. Kann nichts dem erzählen. Guck mal, Rakim, ne? Schuft the Sneak. Nein, guck mal. Der hat den Doppelreim erfunden, der hat den Reimstyle aber geändert. Du hast bei Bushido und Haft, Lil Wayne, hast du 80 Attribute genommen. Jetzt hat einer den Doppelreim erfunden. Also der hat Rap an sich geändert, das komplette System. Ja, wenn es nicht Rakim gewesen wäre, wäre es 3 Wochen später jemand anders gewesen. Ja, das kannst du über Lil Wayne auch sagen. Nein. Nee. Well, Lil Wayne, hast du 5 Sachen aufgezählt oder 6. Erzähl mal was anderes noch über Rakim. Außer, dass Truth hört's mir jetzt ab. Was Adjektiv heißt? Bruder, der hat einfach Rap geändert. Okay, hat er diesen Song? I'm Master Pan. I wanna win a scene in the Master Plan. Ja. Guck mal, magst du nicht diese Songs oder auch seine Solo-Songs? Wo später? Kommt Truth Hurts her jetzt? Wo wohnt die? In Österreich. In Österreich. Also ja. Rakim, der erfolgreiche Rap. Der war nur Feature da. Ja, und? Der hat mit einer US-Rapperin, ja, die jetzt in Österreich lebt. Ich habe einen Beweis für dich. Okay, jetzt kommt's. Oh. Guck mal, Reda. Boah, das ist dieser Zerstörmodus-Gesicht. Guck mal, wie der jetzt. Was wir auch gleich sehen werden. Ja, sorry. Ja, hör auf den Regisseur. Ja, stopp, du willst natürlich doch. Ja. Du magst doch Hate It or Love It von 50 Cent und The Game. Von The Game 50 Warte, stopp. Warte, ich bin noch nicht fertig. Machst du mir was kaputt? Nein, ich mach dir nichts kaputt. Hm. Okay. 50 rappt doch als Erster. Coming up, I'm confused, my mama kissing the girl. Und dann, bevor der Beat einsetzt, sagt er. Okay, kissing a girl. No, collect felonies. My favorite rapper used to say, check out my melody. Dann meint Rakim. My favorite rapper used to say, check out my melody. Wir lassen einen Song von Rakim. Check out my melody. Das ist zweideutig. Der sagt my favorite rapper used to say. Also, wenn ich jetzt einen Song schreibe, wo ich sage, my favorite rapper used to say, you can find me in the club. Das ist zweideutig? Ja. So einfach nicht einsehen. Guck mal, wenn 50 das natürlich sagt, dann respektiere ich das. Ja. 50 sagt? Ja, aber wir geben den Respekt Rakim. Ja. Ja. Mehr als Respekt. Der ist der Vater vom Game. Ja, wir geben den Respekt. Wir sind ja nicht Flair. Ja. Stimmt. So. Der sagt Blueface Rap besser als Eminem. Ja. Wie kann der? Boah. So. Okay. Wir geben den Respekt, Rakim. Er hat den Doppelreim erfunden. Ja, der hat den Doppelreim und den Flow von Rap geändert. Okay. Leute haben damals geschrien, weil die Beats waren noch sehr rockig und so zu der Zeit. Und er hat das erfunden, dass du so mit deiner Sprechstimme rappst. Okay, aber nur das hat er erfunden. Also das ist Rakim. Ja, aber das ist alles. Ja, ist ja gut. Ist ja krass. Ja. Sehr krass sogar. Ja. Auch wenn es gerade sich ironisch anhört. Ich meine es wirklich. Ist krass. Müssen wir respektieren. Ja. Aber er hat nichts beeinflusst, so Menschen zum Rappen gebracht oder. Doch auch, natürlich. Wen? Ja, das weiß ich nicht. Schuft die Sneak. 50 Cent. Nein. My favorite rapper used to say, check out my melody. Ja, guck mal, das ist natürlich ein Triumph, weil ich kein Englisch kann und das nachschauen kann, ob das stimmt. Ich muss dir das einfach glauben. Okay, ist so. Hat er so einen Welthit, so wie. Nein, Marvin der Moore? War ja nicht. Der war ja nicht kommerziell erfolgreich. Also so erfolgreich.
Aber in Hip-Hop-Kreisen ist der super respektiert. Ja, warum hilft ihn dann keiner? Warum steckt denn keiner mal einen Huni zu und sagt und sagt ihm, ey, danke für den Doppelreim. Hier, bitteschön. Warum gibt es keinen Patreon-Account für Rakim? Ja, stimmt. Das ja? Eigentlich müsste man das machen. Ja, the founder from Doppelrhyme. Ja. Ja. Compound Rhyming heißt es auf Englisch. Compound Rhyming? Ja. Okay, und dieses Schnuffdi-Sneak. Fußnickens. Und Schnuffnickens. Und die Asta Best. Das Effects. Und dieses Tribe Quab Quest. Wir kommen mit to and Tribe Quab Quest. Das ist so gut, Alter. So. Ja. Die wird es nicht geben ohne Rakim. Nee. Okay, meine Damen und Herren. Dann müssen wir den Respekt hier zollen. Weil ohne Rakim wird es nicht Shufti Sneak. Was ist das Asoziale? Verpiss dich, Alter. Du hast gar keinen Respekt, ich schwöre. Redest so, Bruder, ey, ich hab Lollipop von Lil Wayne gefeiert, ja. Aber das die Fußschnickens. Fußschnickens. Ey, weißt du, was für geile Songs? Ja, Fußschnickens. Und gehört, ohne Fußschnickens wird es kein Fugees geben. Nein, das nicht. Nicht? Nein. Okay, das ist immer so. Weil Wyclef Jean ist durch... durch den Flur gegangen und da haben gerade die Fußschnickens aufgenommen mit Jay Faster Faye, Alter. Der hat einfach keinen Respekt vor Hip-Hop. Die waren gerade da. Wo bist du respektlos? Und Rakim hat unten geraucht mit Two-Words und die haben eine Skizze für Adjective gemacht. Und das war nur Feature da. Ja. Ist der Song nicht geil, der Beat und ich so? Ich mag den Song. Ja. Aftermath is a master plan. Ich mag den Song. Ja. Da habe ich auch erst mal Rakim gesehen. Ey, guck mal, da war der schon 15 Jahre berühmte Scheiße. Oh, okay, geil. Das heißt, Rakim nimmst du rein. Ja. Wir sind immer noch bei den Fives. Ich will was sagen, ne? Ja. Chip-Poo von den Fußnickens. Chip-Poo von den Schuhschnickens. Der hat ein Bild bei mir kommentiert. Nein. Ich will, weißt du, wie glücklich ich war? Ja, das ist geil. Insta. Zeig es mal gleich. Ich schwöre, ich habe das Bild doch gelöscht. Ja, ist doch schön. Gib doch deinen Account einfach 5 Leute. Ich schwöre, Chip Fu. Chip Fu. Der hat so unter, ich habe so ein Bild gepostet und hat er gesagt, ey, this is a crazy ass photo oder so hat er geschrieben. Ich war so happy. Ich habe so drunter geschrieben, wie ich so, ey, das ist voll die Ehre. Weil ich habe den gehört als Kind. Und dann kommentiert er einfach unter meinem Bild. Ja. Ja, dich interessiert Chip Fu, weißt du, wie geil der ist? Nein, das ist bei mir auch so. Ich bin sogar von meinem, mit meinem Fan Eis essen gegangen. Ach ja. So, war immer eine Enttäuschung, aber was soll man machen? Never meet your idol oder so. Ja. Also, wir haben Rakim, wir haben Kanye, wir haben Wayne, wir haben Drake. Wen haben wir noch? Der letzte. Fab, Baby. Ich würde trotzdem sagen Eminem. Ich sag dir warum. Ich sag dir warum. Ja, okay, klar. Eminem hat dafür gesorgt, dass viele... Weiße und viele Kinder in den Vorstädten und so, die nichts mit Rap zu tun haben, hören, wegen der Identifikation. Also im Amiland ist es ganz krass, aber selbst ich habe erlebt, ich kenne Deutsche, die gar keinen Rap hören, die hassen Rap, die hören nur so Marilyn Manson und so, aber die hören Eminem. Die sagen, ja, der ist der Einzige, den ich höre. Und das ist ein Einfluss. Und dann sind alle weißen, also Rapper, die jetzt alle weißen Rapper, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Also die drei. Ja, aber nee, es gibt mehrere. Dieser Abene, Killene, den ich so hasse. Wie heißt der nochmal, dieser Spasti? Charles Bronson? Nee. Charles Bronson, ne? Nein, Charles Bronson ist ein Schauspieler. Jack Harlow. Ja, Machine Gun Kelly. Wie heißt der mit den Tattoos, der auf die Fresse gefallen ist letztens, dieser Esel? Post Malone. Alle, die sind alle, die haben alle... die Leute kennt, der auf die Fresse gefallen ist. Der Typ hat sich Schlüsselbein gebrochen. Ja, also MGK. Ja. Würde es nicht geben ohne Mac Eminem. Miller. Würde es nicht ohne, der gibt's ja nicht mehr. Ja, der Arme. Ja. Depression. Ja. Drogensucht. Ja. Keiner macht den Drogen. Ich hab den auch gesehen, Mac Miller, ne? Wo? Als beim, der war Voreact von Lil Wayne. Ich mag Mac Miller. Ich habe auch mit ihm so Faust gegeben. Nein! Ja, ja. Ich mag Mac Miller wirklich. Ich finde, der war ein guter Rapper und hat gute Mucke gemacht. Ich der war Voreact. Ja, und die sind alle unter Eminem rausgekommen. Okay, und Eminem hat es geschafft. Und dann darfst du nicht vergessen. Rassisten zum Hip-Hop zu bringen. Genau, er hat es geschafft, Rassisten zum Hip-Hop zu bringen, geil, was sehr gut ist. Und, darfst du vergessen, Leute von heutzutage, die ein bisschen komplex rappen, yeah, wie J. Cole oder Kendrick, ja, die sagen Eminems. Durch den fingen wir so an. Also deine Top 5. Kanye West, Eminem, Drake, Lil Wayne, Rakim. Vom Einfluss. Vom Einfluss. Ich weiß, dass ich nach Hause gehe und mich aufregen werde. Das ist gut, das wollen wir auch so beibehalten. Aber
Dann kannst du ja nächste Folge sagen, Leute, ich muss die Folge revidieren. Nein, ich will Drake rausnehmen. Angst hat wegen den Kommentaren. Ich will Drake raus. Okay, wovon hast du Angst? Ich habe nicht Angst. Ich nehme Drake raus. DMX? Nein, Tupac nehme ich rein. Hat DMX nicht einen Einfluss gehabt? Aber ich finde, DMX ist von eine Kopie von Tupac. Also DMX ist selber geil. Der klingt nicht wie Pac. Aber dieses Glatze, diese emotionale Rap, diese Bandana, dass er da so getragen ist, das ist ganz klar. Pac, also Pac. Pac, Eminem, Lil Wayne, Kanye und Rakim. Das sind deine fünf. Von Einfluss. Das ist keine Top 5 der besten Rapper. Die wird ganz anders aussehen. Der hat Angst, dass seine Freunde das sehen und dann in ihre Rap-Gruppe oder in ihre Filmgruppe. Ey, hast du den neuen Marvel gesehen? Die Strumpfhose war krass. das ist nur Hommage von 1979, weil im Comic-Heft hatte eine grüne Strumpfhose an. So. So, in dieser Gruppe. Was machst du? Du rauchst den ganzen Tag Shisha mit Rädern. Du tust, als ob du so intellektuell mir überlegen bist. Nein. Den Satz, den du am meisten äußerst am Tag ist, Räder mal im Kopf. Nein, Mama Kohle. Ja, Mama Kohle, ja, siehst du? Kopf ist immer fertig. Der macht immer so 15 Köpfe vor. Ich weiß gar nicht, wie der das macht. Alter. Du bist wie so ein Hütchenspieler. Ja. Hm. So, meine Damen und Herren. Erzählt uns eure fünf erfolgreichsten... Einflussreichsten. Einfluss, nicht Lieblings. Genau. Nicht Einfluss besten. In den Kommentaren. Folgt uns auf Spotify, bewertet uns da. Da könnt ihr uns bewerten mit Sternen. Ja, gebt mal so gute Sterne. Und folgt Nisa auf Social Media. Folgt mir. Okay. Hey, Rakim, wenn du das siehst, bitte komm hier hin. Ja, der versteht dich ja auch. Rakim, please. Wir wollen dich hier haben. What, please? Einfach please. Ja. Yeah. Please, please. Von James please, Brown? Ja. Please, please. Macht's gut. Ja, danke. Ciao.